Als Rolex 2020 die neue Rolex Submariner vorgestellt hat, ging Aufschrei durch die Uhrenszene, denn auf dem Blatt Papier, da standen 41 mm. Ist das wirklich so schlimm, beziehungsweise warum ich denke, dass diese Submariner die beste aller Zeiten ist? Und mehr erfahrt ihr im heutigen Video. Ich wünsche euch viel Spaß, meine Lieben. Die 1266-13 ist eine moderne Uhr von Toolwatch zu Coolwatch sozusagen. Trotzdem ist sie nach wie vor zeitlos. Und legt man sie neben die erste Submariner aus 1953, erkennt man nach wie vor die klassischen Designmerkmale. Sie kann ihre Historie so gesehen nicht verleugnen. Drei Referenzen sind wirklich wichtig für die aktuelle 1266-13. Einmal das Modell oder die Referenz 1680. Die kam ungefähr 1967 auf den Markt und war die erste Submariner mit einer Datumskomplikation. Dementsprechend gibt es keine Submariner No Date, sondern nur eine Submariner und eine Submariner Date. Und das erste Mal wurde dann diese Variante vorgestellt in einem Edelmetall, Gelbgold und dann mit einer anderen Blattauswahl. Schwarz und Blau, dementsprechend sehr wichtige Referenz für die aktuelle 1266-13. Die nächste Referenz, welche einen sehr großen Impact hatte auf die Weiterentwicklung, war das Modell 16800. Diese bekam nämlich zum einen ein neues Werk, das 3035 mit 4 Hertz, also 28.800 Halbschwingen pro Stunde, Quickset, einer Datumschnellverstellung. Zudem wurde hier dann auch endlich die Wasserdichtigkeit erhöht von 200 auf 300 Meter. Und natürlich erhielt dann auch ein Saphirglas-Einzug, also quasi die Basis für die modernen Submariner-Modelle, und ich finde, ein sehr interessantes und auch wichtiges Modell. Und 2008 kam dann die 1166-18, die erste Submariner mit einer Keramik-Lünetteneinlade und dem Maxi-Dial bzw. Maxi-Case. In alten Modellen gab es schon mal Maxi-Dials, also das heißt Ziffernblätter mit größeren Indizes. Diese wurden wieder neu vorgestellt bei den 1166-Referenzen bzw. dann natürlich on top die Keramik-Lünette. Ihr seht also, wir sind mittlerweile sehr nah an der aktuellen Referenz dran. Ihr Lieben, ich habe nachgemessen, meine Submariner, die 1266-13, hat einen Durchmesser von 40,5 mm und das unterscheidet sich nur unwesentlich von den Maxi-Case Submarinern der 1166-13, 1166-10 mit 40,2 mm. 0,3 mm Differenz. Ich denke, damit kann man leben. Über die Hörner gemessen haben wir übrigens 48 mm. Das bedeutet, dass sich die Uhr kombiniert mit einer Höhe von 12,5 mm sehr angenehm trägt an meinen 18,5 cm Handgelenken. Ich mag etwas größere Uhren, fühle mich auch wohl mit 44, 43 mm Uhren, aber die Submariner passt eigentlich perfekt an meinen HGU. 300 Meter Wasserdichtigkeit bei 12,5 mm Höhe finde ich auch sehr moderat, das passt. Aber auch beim Band gab es natürlich ein Update, denn es ist breiter geworden. Früher hatte die Submariner immer 20 mm Bandanstöße, dieses wurde korrigiert auf 21 mm. Die Hörner sind also schmaler geworden im Vergleich zu den alten Referenzen, den Maxi-Case-Referenzen. Und dieses Abspecken tut dem Modell gut. Sie wirkt ein bisschen besser proportioniert als die Maxi-Case-Modelle. Und ich finde, so wie sie jetzt gemacht ist von den Proportionen, ist sie wirklich sehr gelungen. Und auch werkstechnisch ist sie endlich up to date. Mittlerweile tickt nämlich in der Uhr das 3235, also das aktuelle Inhouse-Werk mit Parachrom-Spirale. Das bedeutet etwas besserer Schutz vor Magnetfeldern. Plus wir haben 70 Stunden Gangreserve. Die Uhr läuft laut Papier bei plus bis minus 2 Sekunden am Tag. Meine läuft aktuell mit plus 1 Sekunde am Tag. Das ist wirklich richtig gut. Und ich mache das nicht mit Zeitwaage. Ich vergleiche es einfach mit meinem Handy nach 7 Tagen. Und ich hätte auch nichts zu meckern, wenn sie bei plus 3 oder 4 Sekunden liegen würde. Aber ich bin froh, dass sie sehr genau ist. Das Gehäuse ist nicht das komplizierteste oder komplexeste, was man jemals gesehen hat. Wir haben nicht großartig Phasen etc., aber es ist sehr gut und sehr massiv solide gearbeitet. Wir haben klar abgesetzte Kanten, wir haben hochpolierte Flanken und dann natürlich
die gebürsteten Hörner. Nicht so schön wie früher die Kreuzschliffe, die man auf den fünfstelligen Referenzen findet, aber trotzdem sehr gut gemacht. Und das Ziffernblatt, gerade das Blaue, ist wirklich sehr schön verarbeitet. Zum einen vom Lichtspiel, die Reflexion, je nachdem, wie sie mit dem Licht arbeitet, das ist sehr schön. Die Indizes sind sauber gesetzt und sehr gut befüllt mit Super Luminova. Auch die Zeiger sind sehr schön gearbeitet. Ich finde da auch im Makrobereich, ehrlich gesagt, nicht wirklich einen Makel. Also Ziffernblatt-Finish auf sehr hohem Niveau. Das Saphirglas als solches ist, hey, einseitig entspiegelt. Und das haben sich viele erhofft von Rolex, denn die hatten bis zu der Referenz bei den Submariner-Modellen immer nur nicht entspiegelte Gläser. Das heißt, mehr Reflexion. Die Uhr ist somit dieses Mal besser ablesbar. Man sieht immer noch leichte Reflexion, aber es ist besser als beim Vorgänger. Tja, und die Lünette, was soll ich dazu noch sagen? Das ist meiner Meinung nach immer noch die beste Taucherlünette auf dem Markt. Vom Gefühl her, dieses Tresorgefühl, das Klicken, das habe ich bis jetzt bei keiner anderen Marke gefunden. Und das ist auch das, warum ich selbst zu Submariner gegriffen habe, weil das Gefühl, die Lünette zu drehen, das hat schon was. Das Oysterband ist das Band von Rolex, beziehungsweise auch das Band für die Submariner. Und es ist nach wie vor sehr schön gearbeitet. Auch hier wieder keine großen Phasen. Gebürstete Glieder außen, die Mittelglieder poliert bei der Stahlgold-Variante. Bei der Stahlvariante natürlich alles mattiert. Es ist sauber gearbeitet, es zieht nichts. Sehr kleines, geringes Spiel und am Arm natürlich sehr gut. Es ist sogar etwas steifer am Anfang. Das regelt sich beim Tragen. Manche berichten auch, dass das Band am Anfang ein bisschen quietscht. Auch das habe ich gehabt bei meiner 11.66.13. Bei der nicht, aber es war am Anfang ein bisschen steifer. Das hat sich mittlerweile geregelt. Aber das Oysterband als solches ist ein sehr gut gemachtes Armband. Und die Glidelock-Schließer, auch die wurde 2008 mit der 11.66.18 das erste Mal vorgestellt, ist eine schöne Ergänzung für die Submariner. Ich fände es auf jeden Fall richtig cool, wenn Rolex diese Schließer auch für andere Modelle anbieten würde. Ein Manko ist die Länge der Glidelock-Schließe. Sie deckt 20 mm ab, aber sie nimmt eben auch auf der Rückseite des Handgelenks sehr viel Raum in Anspruch. Bei mir geht das noch, aber je kleiner der Handgelenksumfang, desto mehr Platz benötigt sie natürlich und das kann je nachdem natürlich auch ein bisschen störend wirken. Trotzdem, ich mag es in der Regel immer ganz gerne, ein bisschen mehr Spielraum nach oben oder unten zu haben, gerade im Sommer, wenn es kälter oder wärmer ist, dass man halt je nach Bedarf das Band erweitern oder sehr einfach wieder enger machen kann. Allerdings ist mir auch eine Sache aufgefallen, ich selbst habe ein Glied rausgenommen aus dem Band, aber auch nur, weil ich die Glidelock-Schließe auf die Mitte eingestellt habe und ich hätte auch dieses Glied nicht unbedingt rausnehmen müssen. Solltet ihr jetzt größere Handgelenke haben, 19 cm, 19,5, ihr werdet, denke ich mal, nicht darum kommen, da noch ein zusätzliches Bandglied zu kaufen. Da hätte ich mir gewünscht, dass Rolex vielleicht ein, zwei Glieder mehr standardmäßig bei der Submariner verbaut hätte. Die aktuelle Submariner ist für mich einfach der perfekte Querschnitt aus allen vorhergegangenen Modellen. Wir haben schmalere Hörner, das heißt, die ist näher dran an der alten Designsprache. Etwas, was viele bei den Vorgängermodellen der 1166-Serie bemängelt haben. Zudem haben wir natürlich State-of-the-Art-Verarbeitung, Glidelock-Schließe. Die Uhr ist eigentlich die perfekte Everyday-Carry-Uhr, die man für alles gut tragen kann. Und top dann noch das 3235 mit 70 Stunden Gangreserve und verbesserten antimagnetischen Eigenschaften. Ich finde, das rundet die Uhr im Großen und Ganzen sehr schön ab. Aber meine Lieben, jetzt bin ich richtig gespannt auf eure Kommentare. Was haltet ihr von der aktuellen Submariner? Beziehungsweise was denkt ihr über meine Variante, die Stahlgold mit blauem Blatt? Schreibt das gerne unten im Kommentarfeld. Ich freue mich wie immer darauf, euch da unten zu lesen. Ihr Lieben, ich wünsche euch allen jetzt noch ein richtig schönes Restwochenende. Habt einen guten Start in die neue Woche. Ich freue mich darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Sage goodbye und auf Wiedersehen, euer Konstantin. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.